Der Ausschnitt ist aus dem Roman, den ich gerade veröffentlicht habe, Fedjas Flucht. Der handelt im slowenischen Bürgerkrieg von 1943 bis 1945. Mein Erzähler ist der junge Fedja, 13 zu Beginn des Bürgerkrieges, 17, während er das alles erzählt. Und er hat das eben erlebt, diese Waffenspiele der Kinder und das Töten im Namen von Religion. Aber dieser Bürgerkrieg ist, wie Kriege immer, paradigmatisch für solche ideologischen Spaltungen und Aggressionen. Das zeigt nämlich, wie die Paradigmen, die unverständlichen Paradigmen der Alten und der Herrschenden, die sich irgendjemand finden, bei Trump sind es die aus dem System gefallenen Arbeiter, in diesem Bürgerkrieg waren es die Jugendlichen, deren Begeisterungsfähigkeit man herangezogen hat, um diesen Krieg überhaupt zu führen, weil man ist ja selber nicht hingegangen, man hatte die Jungen verheizt. Und in diesem Leseausschnitt mache ich so einen Umweg aus dem Roman heraus, und es ist ein Zwiegespräch zwischen Autorin und ihrer Hauptfigur über diese Widersprüche, die sich aus dieser ideologischen Zerrissenheit ergeben. Deine Brüder, Fedja, sie kämpfen für Volk, Gott und Vaterland. Kämpften für Gott, sagten sie, der aber den Frieden verlangt. Sie gebrauchten Gewalt für den, der Sanftmut will, der den Mord untersagt, wird zum Segnen der Kanonen aufgerufen. Den Allmächtigen verteidigt man mit Schießgewehren, als wäre er ein Kind. Wer Gott folgt, der muss, ich weiß, die andere Wange hinhalten. Deine Brüder wissen es und haben dennoch Brüder verletzt in seinem Namen. Was für eine Gotteslästerung! Sie fordern Gottes Bürgschaft für ihre Untaten. Wie ist es so weit gekommen? Erklär du es mir. Als der Krieg bei euch anfing, zu Ostern 41, warst du in Zlata Gora und der Priester hat vorgelesen und Jesus setzte sich auf einen jungen Esel, auf dem noch keiner geritten war, und die Kinder rissen Palmzweige aus und liefen ihm entgegen. Heil dir, König! Das ist ein Königtum. Ein Mann im durchgewebten Wollrock, Kleid für jeden Tag. Ein friedfertiger Wahrheitssager auf einem Füllen, die Umkehr des feierlichen Königseinzugs, die Fastnachtsversion des Prunks, die Überkleider der Arbeiter als Festteppich vor ihm ausgebreitet, statt Pfauenwedel staubige Palmwedel vom Straßenrand, Königsinsignien von tief unten aus dem alltäglichen Zufall gefischt. So will es in die Herzen eingeschrieben sein, Verachtung für Stolz, Sieg und Macht. Und wie wird das vorgelesen? In Weihrauch schwebt das Buch, über goldenen Gemmen wackelt der Bart des Vorlesers, Goldbrokat umschlingt die Priesterarme zum Umzug, roter Seidenkragen, dicht bestickt, bürgt für das Martyrium des nackten Jesus. Die gewohnten Bilder verschließen uns wohlig die Augen, der ursprüngliche Aufstand des Denkens ist verebbt, wir sehen und spüren ihn nicht mehr. Wie ist es dazu gekommen? Wo ist der Anfang? Die Verzückung im Gebet ist wunderbar. Nackt und bloß steht der Mensch vor dem großen Gedanken der Welt. Wer hält das lange aus? Mensch umkränzt das große lieber mit seinen kleinen Goldgewinden. Mensch sucht Gliederung, braucht Gerippe von Vorhersagbarem. Eingebunden sollen die Nachbarn sein. Der große Gedanke, Gott, wird eingepackt in Gesten, in Bilder. Daraus wachsen Rituale, daraus werden Wiederholungen, Labyrinthe von Handlungen, ersticken die Unmittelbarkeit und leiern die Vorstellungskraft vom Heiligen aus. Es entsteht Religion. Religion ist die Einhausung des Gottesbegriffs, eine feste Burg, in der jeder und jede ihren Platz hat, ein Platz für jede und ein Ort für Gemeinschaft. Das erzeugt Besitz. Besitz muss man nach außen verteidigt und nach innen geordnet werden. Ordnung nach oben und nach unten. Und die Hierarchie ist da. Und mit ihr kommt die Macht mit unheimlichen Fingern und ergreift sich, was sie will. Und damit sie behält, was sie hat, schafft sie Ideologie. Die Eliten der Macht hocken auf einem Berg von Begründungen, die sie der Gemeinschaft austeilen. Und die wird davon berauscht. Sicherheit gaukelt und Zusammenhalt schwirrt und lebenswert flimmert. So entsteht in euren Köpfen der Anspruch, alles sei richtig, unverrückbar und gehöre euch. Gegen die Frager oder Neider oder Vermeider wird blind verteidigt, in einer engen Gasse des Irrtums ohne Wendekreis. Ausweglos erscheint solcher Kampf und führt doch zu dem einzigen Ausgang, wo vernichtet wird,
was gerettet werden sollte. Dabei ist der richtige Ausgang einfach markiert. Ich weiß, den Mantel hergeben und den Rock, das ist ein schwieriger Auftrag, wenn es um die Zukunft geht. Alle Menschengesellschaften werden von diesem Urzwiespalt geschüttelt, zwischen der puren Sehnsucht nach dem Guten und Gerechten und der klammernden Angst vor Verlust und Veränderung. Hier greift die Macht zu, um die Ängstlichen vor Übergriffen der anderen zu schützen und um sie zu besitzen. Von solchem Eroberungsakt ernährt sich das Böse. Er wiederholt sich ständig, hört nicht auf. Wie denn? Lösungen sind angedacht worden. Sie heißen Utopien, sind Fluchtpunkt des Handelns, siedeln am Horizont des Denkens, von den wandernden Menschen nicht einholbar. Die Lösung lautet Vollkommenheit für alle, vollkommene Gerechtigkeit, Gelöstheit von Konflikten, Gelassenheit der wissenden Seelen. Solche Gemeinschaft ist beschreibbar, berechenbar zwar, aber nicht erreichbar, nicht von dieser Welt. Der Fischverkäufer, bei dem ich war, meinte, nun, dass Europa am Boden zerstört ist, wird daraus ein neues Zeitalter kommen, im Zeichen des Kommunismus. Der macht alles richtig, die Armen und die Reichen. Der Kommunismus hat viele gleich gemacht. Er hat Millionen Tote auf dem Gewissen und Frieden gehalten, indem er Krieg gegen sich selbst führte. Meine Zeit ist ein Labyrinth und das Labyrinth ist ausweglos. Du plapperst wie deine Eltern, alternativlos, ausweglos. Das Alternativlos führt dorthin, wo keiner sein will. Du hast ein Ausweglos in deinem Kartendeck der Möglichkeiten. Also prüfe und spiele. Die Mütter sollen uns das Spiel beibringen. Sie zaubern uns stattdessen heile Welten in die Hirne. Sie spielen Streitspiele mit uns und haben keine Friedenswerkzeuge, um Streit um Besitz anzuhalten. Warum können sie Krieg nicht verhindern? Was stellst du dir vor, Fedja? Ein Mütterfriedensstiftungswerk? Ein Königinnenreich der Mütter? Ja, der Frieden ist der Gegenentwurf der Mütter, das andere Ufer der Welt. Wie aber sollt ihr Männer die bessere Seite finden, wenn eure Mütter euch immer und überall zur Seite stehen? Wie sollt ihr Männer die bessere Mütterwelt verstehen, wenn ihr in dieser Hasswelt von uns immer und trotz aller eurer Gräuel umarmt werdet? Statt sich mit den Männern um den Frieden zu raufen, muss der von der Idee des Verbindens und Heilens her seinen Anfang nehmen. Der Geschlechterkampf ist der erste und tiefste Streit der Menschen. Die erste Utopie von der Menschenwelt ist die Befriedung dieses Streites. Eine Gesellschaft, die männliche und weibliche Kräfte gleichermaßen vereint. Sie wäre der Anfang eines neuen Zeitalters. Ebenbürtigkeit von weiblichen und männlichen Segenkräften. Das wäre der Stoff für den Wiederaufbau der Gesellschaft, für die Rückgewinnung des friedlichen Babylon. Doch die Menschen in deiner Zeit beschäftigen sich lieber mit Gaunereien auf dem Schwarzmarkt. Europa ist zerstört, aber die Lügengebäude der Männerwelt hat niemand eingerissen. Überall ist Babylon nach dem Fluch Gottes. Sprachverwirrung, Ausbeutung durch den schnelleren, gemeineren, mit flinkeren Begriffen. Besitz ist wieder Angelpunkt. Besitz ist das zentrale Paradigma. Die Leute wollen auf ihrem Grund und Boden sitzen und verteidigen unmäßig großen Abstand zum Nächsten. Ihr jungen Menschen wollt euch die Zukunft aneignen. Sie soll mit allen Schätzen und Messwerten auf euch ausgerichtet sein. Die Eltern aber reden euch ihre Paradigmen ein, weil es jeweils andere Eltern, verschiedene Paradigmen und unterschiedliche Zukunftswünsche gibt, ist Kampf. Utopie und Paradies, der Himmel, das Reich Gottes, sind für uns Menschen Projektionsflächen des Glücks. Die Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Existenz Gottes, der Herkunft der Welt, der Zukunft der Menschen, sind die Markierungspunkte unserer Sehnsucht im Nichts. Zwischen unbestimmten fernen Fluchtpunkten leben, erträgt der Mensch nicht. Was macht er also? Was hast du verstanden, Fedja? Das habe ich begriffen. Für Heimatvolk Gott haben meine Leute gekämpft und getötet und gezittert und gelitten. Ausweglos. Die Heimat finde ich aber in den Bildern der Kindheit und die sind in mir selbst. Volk ist, was über Traditionen der Großeltern, Onkel, Tanten, Mutter und Vater an Idealbildern auf uns gekommen ist. Davon muss ich mich jedoch befreien, von den Vorstellungen unserer Mütter loskommen, obwohl sie uns lieben. Wir müssen sie nicht lieben. Wir sollen sie ehren und lieber andere Wege suchen.
Und Gott will Hingabe, Aufgabe, nicht Kampf. Gott ist nicht der Handwagen unserer Wünsche. Ihn beladen wir nicht mit unserer zwanghaften Vorstellung von Ruhe und Geborgenheit in der Heimat, von Geborgenheit und Zugehörigkeit zum Volk, von Zugehörigkeit und Hörigkeit zu Himmelsritualen. Heimat, Volk, Gott, meine Brüder haben für imaginäre Puppen gekämpft, die sie für wirklich hielten. Darum sind wir hier, wo wir nicht sein wollen. Falsch war das Paradigma deiner Eltern. Es stand für erfundenes Besitztum, an das man euch Junge binden wollte. Für das Eure, Begeisterungsfähigkeit, verbrannte wie Zunder. Aber du Großohr, Feinnase, Scharfauge, du schreibe ein neues Ende für deine Geschichte, ziehe ein anderes los, finde einen neuen Ausweg, Fedja. Lass das Unerwartete geschehen. Danke. Eigentlich wollte ich von dieser etwas schwierigen, weil in die Utopie greifenden Geschichte wieder zurückkommen auf Österreich. Nachdem wir alle so ungeheuer viel jetzt in der letzten Zeit über diesen Aufbruch 1918 geredet haben und wo ja auch so viele Missverständnisse gelaufen sind, was Österreich eigentlich sei. Und nachdem du freiwillig hier lebst, oder? Weil jetzt könntest du eigentlich auch woanders leben. Und du freiwillig hier warst und ich freiwillig immer noch zurückkomme, frage ich uns aus der Distanz, dass wir nicht hier leben müssen, hat sich Österreich in diesem Wandel der Geschichte wie ein Mensch sich entwickelt, unterschiedlich gut dargestellt? Gibt es eine Erfolgsgeschichte oder ist es immer noch von Zerrissenheit und von Verschwiegenheit geprägt? Hat es seinen Charakter gefunden gegenüber außen, also EU-Länder zum Beispiel, und gegenüber innen, seinem Volk? Oder wie ist es als Nation? Du sagtest, Nation ist eigentlich ein unsinniges Konstrukt. Wie ist es als Nation angesiedelt im Bewusstsein der Nachbarn? Wie siehst du das, wo du doch hier freiwillig bist? Sind so viele Fragen jetzt, oder? Ist eine, finde ich. Ist Österreich eine Nation, ist eine der Fragen, oder? Oder was eigentlich, ja, die Grundfrage ist, was ist mit der österreichischen Identität los? Ja, so. Eigentlich um das geht es. Um das geht es, genau. Na, und vielleicht ist es wichtig zu begreifen, dass Identität immer offen ist zum was Besseren. Mhm. Dass er nie zu Abschluss kommt. Mhm. Und nicht immer zu denken, dass es irgendwas fest ist, dass uns eins für alle Male irgendwie wie ein Fels da sich da irgendwie in uns sich gebildet hat und durch alle Eisblöcke da uns dafür, sondern das Gegenteil, es ist endlos wie der Kosmos. Also ich glaube, das ist schon diese, und das macht Angst. Also, dass Identität so etwas ist, etwas nicht Fertiges. Ne? Es gibt, und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben gegenüber dem Guten immer offen sind. Ne? Und nicht, aber was ist jetzt, und es gibt ja so diese Fragen, also es gibt Leute, die sich mit der österreichischen Identität wirklich beschäftigt haben und haben gesagt, wann ist das überhaupt gekommen, was haben die Österreicher mit Österreich verbunden, ja? Was haben sie an dem Land, und viele haben die Landschaft, die Berge oder so etwas gesagt. Naja, aber die meisten, ich glaube, das ist so eine Studie, wo sie damit, mit Österreich haben sie immer die Berge irgendwie, es ist auch spannend, ne? Es ist, aber was ist da Stein? Ich meine, jetzt kommen wir, also ich würde jetzt das nutzen, um zurück zum Thema Heimat zu kommen. Das ist eben, das ist was mich immer beschäftigt ist, dass wir eben, wir sind keine Pflanzen. Wir brauchen den Boden nicht wie eine Pflanze. Auch ohne Boden sind wir ganze Menschen. Wir verlieren nicht an Menschlichkeit, an Menschsein, wenn wir einen Ort verlassen. Also wir bleiben da und dort und hier und Menschen. Also der Mensch entdeckt zuerst den anderen Menschen, und das lang bevor er die Landschaft entdeckt. Das Erste, was wir entdecken,
ist den Menschen. Also er fühlt sich in einer Gemeinschaft heimisch, lang bevor er sich in einem Raum heimisch fühlt. Also ja, das ist mir ja, die Gemeinschaft, also das ich glaube, der andere, was wir gelernt haben, haben wir von den anderen gelernt. Ja? Und von aber die Gemeinschaft hat einen Charakter wie ein Mensch. Also Dorfgemeinschaften haben einen Charakter, die österreichische Lebensgemeinschaft hier hat einen Charakter. Ich habe das gemerkt, wie ich endgültig entschieden hatte, dass ich nicht hier leben werde, dass mich auf einmal gewisse kleine, detaillierte Lebensfragen nichts mehr angingen hier. Aber ich will einen anderen Begriff aufgreifen, das gesagt Angst. Wenn ich so pendel zwischen Deutschland und Österreich, fällt mir auf, oder ich empfinde es so, dass hier eine Art sehr viel mehr verdrängt wird und eine Art kollektiver Angst herrscht, die sich als vermessen, ob man besser oder schlechter ist und als Minderwertigkeitsgefühl irgendwie darstellt. Und ich habe mich gefragt, warum ahnt man hier immer so eine kollektive Angst und die ist draußen da nicht, weil das ein größeres Land ist. Eine meiner Entdeckungen ist, dass die Leute, die hier in Österreich leben, sich mit Österreich identifizieren. Ja? Diesen Phantomschmerz, dass hier, nicht als Monarchie, aber dass hier ein großes Völkergemisch, dass man im Bewusstsein hatte, ich weiß das noch von meiner Mutter, die aus Mähren nach Oberösterreich gekommen ist und so weiter, immer im Hinterkopf hatte, man war dieses Völkergemisch, identifizierte sich damit. Und jetzt dieser Absturz in ein so kleines Land, dieser Witz, nicht, wo der eine den fragt, was machst du morgen, sagt er, ich mache einen Ausflug rund um Österreich, und er sagt, was machst du am Nachmittag? Nicht, das war das Empfinden 1918. Dass man diesen Phantomschmerz nie wirklich verarbeitet hat, gemeinschaftlich, ist, und das vielleicht deshalb so viel Verdrängungsmechanismen und Angstmechanismen hier im Arbeiten sind. Kannst du das teilen? Oder? Also, ich weiß, dass 1918 die Monarchie plötzlich zusammenbrach. Da hatten diese Länder, die Nachfolgerländer, die Chance, Länder zu werden. Mhm. Also kein Teil eines Imperiums. Und dieses Projekt ist nur Österreich gelungen, zuerst. Und zwar 1955. Mhm. Aber auch Österreich litt unglaublich darunter, dass es nicht einmal das Imperium war, was von den spanischen Habsburgern bis zu dem Schwarzen Meer reichte. Und wir sehen das bei den Russen, wie schwierig ist es, von einem Imperium loszuwerden. Und Österreich hatte nach allen diesen bürgerkriegsähnlichen Sachen und dann deutsche Okkupation 1955 durch den Staatsvertrag plötzlich hat Österreich eine Identität als Land, als kleines Land erhalten. Mhm. Die Ungarn haben das wie ein Hauptlotto gewinnt, verstanden und 1956 einen Aufstand gemacht, damit sie Österreich ähnlicher werden. Mhm. Es ist auch der Tschechoslowakei nicht gelungen, kleines Land zu werden. Auch bis heute. Also jetzt gibt es zwei kleine Länder dort. Kroatien versuchte, weil diese schreckliche Angst, ein kleines Land zu sein, trieb die Kroaten einfach in dieses jugoslawische Projekt. Das ist auch nicht gelungen. Rumäniens Projekt ist gelungen, aber es hat überall Konflikte verursacht. Nun, Österreich, das ist ein Problem. Mit dem Staatsvertrag hatte Österreich plötzlich die Chance, also diesen Sprung zu machen. Was jetzt passiert, das hängt in meinen Augen mit dem Jahr 1989 zusammen. Weil wegen des vor dem Zusammenbruch des Kommunismus war Österreich und Wien sozusagen ein Vorposten der westlichen Welt und diese Rolle hat Österreich einfach verloren. Also die Bedeutung des Landes ist kleiner geworden und das Provinzielle ist
ist größer geworden, also die, das Kosmopolitische, was sowieso immer eher Wien war. Mhm. Und ich glaube, jetzt leidet Österreich daran, dass das Land nicht mehr die Rolle haben kann und lebt in einer nicht so sicheren Europa. Mhm. Aber das Problem haben wir dann.